Ho, 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 servus und herzlich willkommen zurück, du feuchtfröhlicher Kleriker da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen Elex, schön, dass du auch hier wieder dabei sein möchtest. Wir haben einiges in der letzten Aufnahmesession erfahren. Ich heiße jetzt Kaya, so wie man hier gerade sieht. Das ist ein lustiges Zusammenspiel gerade, weil sie hinter mir steht. Ha, das ist spontan entstanden. Wir sind jetzt Krieger von dem Berserker-Clan. Das ist schon mal gut. Ich habe mir jetzt offscreen auch die Rüstung besorgt. Lege ich mir jetzt auch gleich an. Habe so einige Dinge verkauft. Was haben wir auch erlebt? Wir haben das mit der Mission mit der Big Bang gemacht. Und es war ganz interessant. Auf jeden Fall hat Konrad an dieser Bombe gebastelt. Und diese Bombe ist gar keine Bombe, sondern ein unglaubliches großes Verteidigungsprojekt. Und darum habe ich in der letzten Folge gar nicht so viel drüber geredet, weil ich dessen auch nicht so richtig wusste, was ich damit anfangen sollte. Und ja, Konrad ist jetzt auf jeden Fall wieder nach Hause zu den Kleris und hat auch uns erzählt, dass seine größte Errungenschaft der Falk ist. Denn Falk ist kein Mensch, sondern eigentlich ein Roboter. Mit menschlichen Zügen und sogar mit menschlichen Gedanken. Sehr interessant. Auf jeden Fall werden wir noch weiter mit ihm arbeiten. Zu weiteren haben wir auch viele Hauptquests erledigt. Und da will ich denn gerne nochmal Anschluss finden. So, aber erstmal Rüstung wechseln. Des Kaisers neue Kleider, die Kriegerrüstung. Ist etwas stärker. Aber auch nur so leicht. Aber sie schaut halt einfach super aus. Ich habe mir jetzt so gedacht. Wir machen jetzt erstmal das mit der Big Bang. Damit sie endgültig gelöst ist. Wäre hier. Oder auch nicht. Da können wir uns hinporten. Und werden dann den alten Mann nochmal aufsuchen. Und mit ihm dann einen Smalltalk halten. Und dann werden wir weitersehen, wie diese Geschichte weitergeht. Wenn man so die Hauptstory macht, geht es natürlich zünftig weiter. Schauen wir mal, ob er uns zusammenfaltet oder nicht. Vor allem, hey, ich bin Berserker übrigens. Ne? Was ist oben mit deinem Ischias-Nerven? Das ist schon hart, ne? Ein Tag aus, Tag ein. Wir gehen nach Heim. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der uns jetzt zusammenfaltet. Hey, seine Häschen sind hübsch. Die Big Bang hat seinen Dienst geleistet. Hui! Der Big Bang hat seinen Dienst geleistet. Was? Das glaube ich nicht. Mich erreichen immer noch Funksprüche der Kleriker aus Ignadon. Wenn es stimmen würde, was du sagst, müsste der Hort der Kleriker in Ignadon ausradiert sein. Und das ist er definitiv nicht. Konrad, der Erbauer des Big Bangs, hatte da wohl andere Pläne. Was? Was soll das heißen? Big Bang war eine übergroße Kriegsmaschine, die Tavar ausradieren sollte. Konrad, dieser Dreckskerl, er hat mich verraten. Mich! Du wirst ihn sofort für mich erledigen, dass das klar ist. Er ist abgehauen. Egal, wie du das anstellst, finde ihn und mach ihn fertig. Ich gebe dir eine fette Belohnung, wenn du ihn noch vor dem nächsten Monat aus dem Weg räumst. Hm. Wie wär's denn mal mit einem Vorschuss? Du kriegst erst was, wenn du die Sache erledigt hast, klar? Diese verfluchte Klerikerbande. Ich hätte es besser wissen müssen. Hier hättest du. Hm? Was sagst du, Kaya, dazu? Sie sagt gar nichts dazu. Das ist auch besser, würde ich meinen. Ah, schauen wir mal. Geht's weiter mit den Hauptquests? Obwohl, es ist ja natürlich noch ein weiterer Tod eines Genies. Der alte Mann. Der alte Mann. Den kennen wir ja schon, aber jetzt können wir neuen Smalltalk halten. So einfach geht das. Schauen wir mal, wie gesprächig die Person ist. Ich glaube so rum. Ja. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ach so, ist doch schön hier. Voll ins Leere, weißt du?
Voll ins Leere gesemmelt. So, was ist denn? Bringst du mich jetzt gleich um oder küsst du meine Stiefel? Lass uns noch einmal über deine alte Stellung am Eispalast reden. Ich sagte dir doch bereits, dass ich das hinter mir gelassen habe. Unsinn. Du machst mir nichts vor. Deine Gedanken drehen sich um eine Machtübernahme im Eispalast. So? Und was macht dich glauben, dass dem so ist? Der Separatistenanführer Sestak ist der Überzeugung, dass du einen Krieg gegen den Hybriden planst. Und du glaubst ihm das? Ach, darüber haben wir auch erfahren, über den Hybriden. Dass er einst ja uns befohlen hat. Wie auch immer. Ich vertraue ihm. Er gab mir keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Seine Argumente waren schlüssig, irrelevant, was ich glaube. Die reine Logik sagt mir, dass er recht hat. Ich vertraue ihm. Er gab mir keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Es ist offenkundig, dass du mächtiger bist, als du es vorgibst. Ich kenne dich. Du hast noch niemals einfach aufgegeben oder eine Schlacht verloren. Du redest von Elex Entzug und schweren Zweifeln, die dich plagten, seitdem du hier draußen bist. Doch das passt weder zu deinem Erscheinungsbild, zu deiner Selbstsicherheit noch zu deinem Charakter. Also beenden wir dieses Theater und sprechen Klartext, Saddam. Du hast nie mit dem Konsum von reinen Elex aufgehört. Du hast irgendwo eine Elex-Quelle aufgetan und hast deine Kräfte nie verloren. Da spricht wieder der erfahrene Commander, der gnadenlose Stratege und Feldherr aus dir. Was tust du wirklich hier draußen? Gut, vielleicht habe ich ja tatsächlich Antworten für dich. Aber nur, wenn du die richtigen Fragen stellst, Commander. Gib mir deine Rüstung. Nö. Okay, dann nicht. Du wirst also den Hybriden herausfordern. Wo ist deine Armee? Wie viele Soldaten folgen dir heute noch? Du kämpfst gegen unseren eigenen Leute? Oder Volk, ja. Wie stark bist du wirklich? Wirst du tatsächlich den Elix-Strom zum Eispalast versiegen lassen? Was ist, wenn die anderen Elixitoren von deinem Vorhaben erfahren? Du willst also den Hybriden herausfordern. Das muss für dich klingen wie Größenwahn. Flashback. Du hast mich rufen lassen. Es ist Zeit zu handeln. Der Feind hat große Fortschritte gemacht und steht kurz vor der Vollendung seiner Arbeit. Thorath hat sich von seinem Volk getrennt, um es nicht zu gefährden. Der Zeitpunkt ist günstig, ihn allein anzugreifen. Geh jetzt und erledige deinen Auftrag. Hey, du! Ich glaube, ich hab da etwas. Eine weitere Elex-Spur? Ja, ich weiß, die Gegend ist nicht ganz ungefährlich. Sie ist recht nahe an einigen Alpstellungen in Xarkor. Wir sollten uns also gut vorbereiten, bevor wir dort auf Elex-Suche gehen. Das mitten im Gespräch, danke. Die Maschine hat dich immerhin jahrelang unter ihrer Kontrolle gehabt. War ihr letzter Auftrag für dich nicht sogar, Thorald zu stellen, den Pilger und höchsten Anführer der Berserker? Ach, da war was. Du wirst einen Krieg gegen die Maschine führen, die alle unsere Werte festlegt, seit sie unsere Führung übernommen hat? Ja, aber weißt du auch, warum ich diesen Krieg führen will? Ich kann es nur vermuten. Die Hybridmaschine ist der Grund, dass die Elexitoren die Vormachtstellung im Eispalast erringen konnten. Der erste Elexitor Tarek erfüllt seitdem die Direktive streng nach den Befehlen des Hybriden. Du glaubst, dass wir Alps uns in die völlige Abhängigkeit der Maschine begeben haben, die uns in eine ungewisse Zukunft führt? Nein, sie ist eben nicht ungewiss. Sie endet mit dem Untergang unseres Volkes. Stimmt irgendwie, wir haben ja schon mal gehört, ne? Der eine hat ja schon gesagt, was ist, wenn
dann der Hybrid alles Egelix hat, was ist mit uns? Das ist reine Spekulation eines verstoßenen und frustrierten alten Mannes. Das ist unlogisch. Dafür gibt es keine entsprechenden Beweise, empirischen Beweise. Das ist reine Spekulation eines verstoßenen und frustrierten alten Mannes. Die Direktive besagt, dass alles Elex dem Hybriden geliefert werden soll. Die Maschine soll die Vollendung der Evolution erreichen, um den Krieg um die Ressourcen dieser Welt ein für allemal zu beenden. Doch das hat seinen Preis. Alles Elex bedeutet auch alles Elex. Glaubt ihr denn alle noch, dass die Maschine irgendwann zufrieden sein wird? Wenn der Sättigungsgrad des Hybriden erreicht ist, wird sie zur Vollendung der Evolution und wir alle werden an seiner Seite die Welt regieren. So lautet das Endziel der Direktive. Nein, Jax. Der Hybrid wird auch vor uns Alps nicht Halt machen. Wenn wir die Länder der freien Menschen ausgebeutet haben, wird der Hybrid anfangen, sich auch noch das restliche Elex von uns zu holen. Der erste Elexitor Tarek ist zu verblendet von der Logik der Maschine und seiner Macht, um das zu erkennen. Wir werden alle sterben, wenn wir nicht endlich die Wahrheit erkennen. Wo ist deine Armee? Wie viele Soldaten folgen dir heute noch? Du warst immerhin jahrzehntelang ein sehr hohes Tier im Eispalast. Meine Soldaten sind in Xarkor geblieben und stehen heute im Dienste des ersten Elexitors Tarek. Doch ich habe eine Armee. Treue Kämpfer, die für mich in den Tod gehen, um meiner Sache zu dienen. Wo? Geduld. Du wirst sie noch früh genug zu sehen bekommen. Um eine Armee hier draußen aufzubauen, muss man sich der Ressourcen in den Ländern der freien Menschen bedienen. Da fällt mir etwas ein. Es gibt da ein Lager von Flüchtlingen am Berghang zwischen Edan, Abessa und Tavar. Die Menschen dort sind unabhängig und kämpfen für ihre eigene Sache. Wenn sie jemand mit der Erfahrung eines Feldherren führen würde, also jemand wie du, könnte aus ihnen eine schlagkräftige Unterstützung werden. Er meint die Mitte. Da sind wir ja schon gewesen. Willst du tatsächlich den Elex-Strom zum Eispalast versiegen lassen? Nur so lassen sich die Soldaten aus dem Eispalast treiben. Der Konverter in Nordabessa ist eine strategisch wichtige Einnahmequelle für die Soldaten. Wenn dieser zum Erliegen kommen würde, wäre das schon ein großer Schritt. Na, stimmt. Was ist, wenn die anderen Elexitoren von deinem Vorhaben erfahren? Jeder abtrünnige Alp wird früher oder später von den Elexitoren aufgespürt. Die Frage ist, ob wir so lange durchhalten, bis wir stark genug sind, uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Du willst einen voll ausgebildeten Elexitor besiegen? Nein, nicht so, wie wir jetzt aufgestellt sind. Jetzt, wo du es erwähnst. Seit ein paar Tagen stromert ein noch sehr junger Elexitor vor den Toren von Abessa City herum. Ich glaube, er hat deine Fährte gerochen. Woher willst du das wissen? Nun, du bist ja nicht gerade unauffällig durch Abessa gezogen. Ich denke, es wäre besser, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er Alarm schlägt und seine mächtigeren Freunde herbeiruft. Vergiss nicht, wenn die Elexitoren von deinen Aktivitäten hier draußen wissen, werden sie dir nachstellen. Elexitor auf Treibjagd, das wird mir gefallen bestimmt. Helfen dir die freien Menschen bei deinem Plan? Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Es brauen sich Mächte zusammen, die unserem Volk gefährlich werden könnten. Ich hörte von dem Bau einer Bombe, die so hohe Zerstörungskraft haben soll, dass sie ein ganzes Land vernichten kann. Der Duke von Tavar hat sich eigens dafür in seinem Fort ein Labor eingerichtet. Man müsste herausfinden, was dran ist an der Sache und das Problem lösen. Haben wir ja schon alles gemacht. Wie stark bist du wirklich? Haben wir gut gemacht. Wenn du annimmst, dass ich genug Elex besitze, um meine alte Stärke aufrechtzuerhalten, dann liegst du falsch. Ja, ich konsumiere reines Elex.
auch heute noch. Doch reicht es gerade, um nicht dem Entzug zu erliegen. Wirkliche magische Macht findest du hier draußen nur bei den Berserkern. Sind sie denn so stark wie die Alps? Unterschätze sie nicht. Einige von ihnen sind äußerst effektiv. Nur einer der mächtigsten von ihnen auf unserer Seite würde ein gutes Gegengewicht zu den Elexitoren und Commandern der Alps darstellen. Ich hörte von einer Magierin in Abessa City. Möglicherweise eine gute Gelegenheit. Steht hinter mir. Na ja, gut, sah es gut. Du kämpfst gegen unser eigenes Volk? Nein, nur gegen die Verblendeten, die nicht verstehen wollen, wie ernst die Situation geworden ist. Es gibt keinen anderen Weg. Ein ganzer Trupp Kampfmaschinen und Soldaten ist gerade auf dem Vormarsch ins Inland im Norden von Abessa. Sie müssen aufgehalten werden, sonst werden sich die Machtverhältnisse in Abessa zu unseren Ungunsten deutlich verschlechtern. Jetzt kennst du meine Pläne. Doch was ist mit dir? Welchen Kampf führst du? Ich will den Mann, der mich in dieser Lage brachte. Ich will Kallax. Für deinen Bruder bist du nichts anderes mehr als ein Abtrünniger. Er hat dich exekutieren lassen. Glaubst du, dass er an einem Gespräch mit dir interessiert ist? Unwichtig, ich werde ihn keine Wahl lassen. Ich werde erst ruhen, wenn er im Dreck liegt. Wir werden sehen. Wir haben unser ganzes Leben Seite an Seite gekämpft. Er muss mich einfach anhören. Wir haben unser ganzes Leben Seite an Seite gekämpft. Er muss mich einfach anhören. Dazu müsstest du erst einmal nah genug an ihn herankommen, ohne von seinen Soldaten und Kampfmaschinen getötet zu werden. Ich werde einen Weg finden. Du weißt, ich kann dir helfen, Jax. Unterstütze meine Sache und ich sorge dafür, dass du Kallax bekommst. Klingt fast so, als hätte ich keine Wahl. Du weißt, ich bin deine beste Option. Ich rate dir, sie zu ergreifen. Du kriegst meine Unterstützung, bis ich habe, was ich will. Also dann geh und kümmere dich um die Dinge, die uns noch fehlen, um die Machtverhältnisse in Magallan zu unseren Gunsten zu verschieben. Und ich werde in Erfahrung bringen, wie wir Elexitor Kallax aus der Reserve locken. Dazu werde ich meine Kämpfer in einige entlegene Winkel von Xakor schicken müssen. Dabei schauen wir auch gleich, wie es um den Eispalast und seine Verteidigungsanlagen steht. Wir sehen uns wieder hier, wenn du alles erledigt hast. So, wir haben ja ein paar Sachen schon mal gemacht. Das Lager der Mitte ist unter meiner Kontrolle. Ich habe die mächtige Magierin Bergesäcker gefunden. Der Konverter im Nordabesser hat den Betrieb eingestellt. Der Duke mit seiner Bombe hat auch keine Macht mehr. Das Lager der Mitte ist unter meiner Kontrolle. Ich wusste, dass es genau der richtige Stützpunkt für dich ist. Die freien Menschen sind stark, wenn man weiß, wie man sie anführt. Diese Fähigkeit ist dir offensichtlich gegeben. In Ordnung, aber ich habe den Eindruck, dass du noch mehr zu sagen hast. Ich habe eine mächtige Magierin bei den Berserkern gefunden. Ihr Name ist Kaya. Gut. Hast du sie denn schon für unsere Sache gewinnen können? Ich glaube kaum, dass ich ihm ansonsten hinterherlaufen würde. Wie bitte? Okay. Kaya ist an meiner Seite. Ich konnte die Magierin für unsere Sache gewinnen. Kaya ist an meiner Seite. Ich konnte die Magierin für unsere Sache gewinnen. So, so. Du bist also eine mächtige Mana-Expertin, ja? Ich kann dir ja mal eine Kostprobe geben. Lass nur. Ich glaube es dir. Genau so habe ich dich mir vorgestellt. Ja. Sehr gut. Magische Kampfkraft ist unentbehrlich für unsere Sache. Gut. War das alles? Ja. Nee. Der Konverter in Nordabessa hat seinen Betrieb eingestellt. Das ging jetzt schneller als erwartet. Ich rechne in einigen Tagen mit einer Reaktion aus dem Eispalast. Nicht schlecht. Was kannst du mir noch berichten? Das mit der Reaktion ist aber sehr lang. Der Duke von Tavar schickte eine Bombe ins Nachbarland Ignadon. Das Ding entpuppte sich aber als übergroße Kampfmaschine. Heißt das, die Gefahr ist jetzt gebannt? Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ja. Dann war es offenbar nötig, dass du dich der Sache angenommen hast.
Du bist auf einem guten Weg, doch es gibt noch einiges vorzubereiten, bevor wir die nächsten Schritte einleiten können. Ich werde hier sein und auf dich warten. Nicht gut. Gar nicht gut. Was ist denn? Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. So, alles klar. Ich bin immer noch mit der Vergötterung nicht ganz zufrieden. Klingt zu blöd. So. Ist Haupt... Ist auf jeden Fall Hauptquest. Ja. Gut. Dann schauen wir mal. Porten wir uns vielleicht da nochmal hin? Kommen wir leichter hin? Vielleicht schaffen wir das noch in dieser Aufnahme. Ihn... Den Kopf abzutrennen. Die Schulter ein bisschen zu erleichtern. Jo, gut. Schauen wir mal, es ist ja schön Nacht. Ich mag die Nacht, weil die Leute wie die Kleriker zum Beispiel und die Alps besser zu erkennen sind. Sie leuchten. Ich glühe. Oh, das ist ein Critter. Ein angriffslustiges Kerlchen. Achtung! Das ist fast schon gemein. Schon zu leichter Gegner. Für mich. Okay, es gibt noch mal eine Elix-Spur. Den hätte sie jetzt. Naja. Den können wir ja dann nochmal nachgehen. Aber wenn der eh in Xarkor ist. Die Spuren führen uns ja sowieso bald dahin. Es dauert auch nicht mehr lange. Das war eine Araune. Die könnte man gut gebrauchen jetzt. Schauen wir mal. Och, das ist ein Slacks. Gehen wir mal schnell mal hier hoch. Nee. Ach, das war ja das hier. Was macht das Slackser hier? Hi, Slacks. Au. Kannst du nicht anklopfen? Wie jeder andere auch. Komm, kletter hoch. Sehr schön. Grundstücklich, sehr gut. Brauchen wir nämlich, um ein paar Dinge zu verarbeiten. Und bearbeiten. Ja, ja. Ups, das war fast knapp. Fast hätte ich mir den Schädel angehaut. Aber doch fast. Das ist hier oben. Sehr erstaunlich. Also bin ich mal gespannt. Musik ist fast so schön. Musik ist immer schön. Das ist ein Riesen. Das ist ein Raptor. Bist du? Das ist ein Raptor, okay. Au! Ach, du kannst nicht anklopfen! Frechheit! Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Dieser Satz ist sehr sinnvoll jetzt gerade. Schatz, wirklich. Das wäre ja nur hier gewesen, wa? Hallo? Oh. Die ist tot. Das war aber nicht ich. Hier hoch oder? Nein, hier. Oh. Hier ist es. Oh. Ich glaube, dich kenne ich noch gar nicht. So wie es aussieht, Schneeklaue. Es gab Steinklaue, es gibt Schneeklaue. Oh. Achtung! Da oben steht er schon. Oh, ist er schon tot oder nicht? Gut. Tot. Totality tot. Auf jeden Fall leuchtet er schön. Ui! So. Dann
sind die Gerüchte also wahr, Commander Jax. Die Bestie von Xakor. Du lebst also noch. Karepox nehme ich an. Als ich noch Commander war, warst du nichts weiter als ein Laufbursche. Ja. Seit deiner Exekution hat sich einiges verändert. Mein vermeintliches Ableben hat dir offensichtlich geholfen, deinen Stand im Eispalast zu verbessern. Es gab viele unter uns, die deine fragwürdigen Entscheidungen missbilligten. Sogar einige hochdekorierte Alps sahen das so. Deine Zeit war einfach abgelaufen, Commander. Und der Weg wurde frei für jemanden wie dich. Ein neuer Anwärter auf meinen Platz. Ich verstehe bis heute nicht, warum du es abgelehnt hast, in den Stand eines Elexitors erhoben zu werden. Ich hatte meine Gründe. So, dann sieh dir an, wohin dich deine Sturheit gebracht hat. Ausgestoßen und verwahrlost wandelst du in den Ländern der freien Menschen umher. Ohne deine einst so legendären Elex-Kräfte, ohne Autorität, ohne Macht. Mag sein, doch sind mir meine Erfahrung und mein Wille geblieben. Was wohl Kallax dazu sagen wird, wenn ich ihm berichte, dass ich sein Versagen bei deiner Exekution wieder korrigiert habe? Hä? Dazu wird es nicht kommen. Du wirst es korrigieren, was du! Was tot ist, soll auch tot bleiben. Schlags wir. Ja, schlags halt auch wir Mädchen eigentlich. Ha, hast du nicht erwartet, wa? Wow, 1000 Erfahrungspunkte für so einen Kerl. Und jetzt gib mir deine Rüstung. Boah, ist ja nix. Das sieht komisch aus. Ja, der war hier jetzt hier oben, oder was? Oh, man sieht ihn. Ah, da kommt noch einer. Yes. Das machst du nicht ungestraft. Nein. Kai, hilf mir mal kurz. Aua. Das war sehr überraschend. Gepanzert, aber danke. Alter. Na gut. Dann süffle ich mal schnell was. Du Browser. Okay, der ist weg. Mann, wie überraschend. Besen. Tagebuch eines Bergsteigers. Okay. Da drüben. Elux, kleiner Heldrank, 4 Häuser, Teil 7. Da hängt noch etwas dran. Da ist immer... Das Alte des schwarzen und grünen Hauses sind gleich. Okay. Ah ja. 4 Häuser und es sind 7 Nachrichten. Na ja, gut. Jo, das war ein Abenteuer. So, und die andere Quest ist... ich habe ja mehr eingesammelt, oder? Da. Ich habe den Code herausgefunden. 4, 2, 5, 9. Ich lasse dort meinen ganzen Kram, den ich nicht brauche. Jetzt nur nicht das Buch vergessen. Das sollten wir uns mal merken. Finde ich. Also, upsala. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen hier bei der Dunkelheit. Machen wir es uns romantisch.
sehr romantisch. Sehr. Bye.